Hallo, liebe Freunde von GITEC. Schön, dass ihr dabei seid bei dieser neuen Form von GITEC Meetings. Und vielen Dank, dass ihr euch interessiert für den Vortrag zum Thema Leslie zur Verstärkung der elektrischen Gitarre. Kurz vorab, der Vortrag war natürlich geplant für das Live-Meeting. Und zwar wäre er positioniert gewesen am zweiten Tag des Meetings als letzter Plenarvortrag direkt vor der Mittagspause. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache mal nicht zu viel Wissenschaft, sondern mache eher einen Übersichtsvortrag, der auch ein wenig unterhält. Und dabei habe ich es dann auch für diesen Online-Vortrag belassen. Okay, los geht's. Wir sehen uns später nochmal. So, was schauen wir jetzt an in den nächsten 45 Minuten? Es handelt sich um diese möbelmäßig verzierte Holzkiste. Ziemlich seltsamer Inhalt, ausgeprägte Physis, über 1 Meter hoch, 70 Kilo schwer. Das Ding ist konstruiert von und benannt nach diesem freundlichen Herrn, der da gerade ein Modell geschenkt bekommen hat von seinem Gerät. Das ist Donald Leslie, der erst 2004 im reifen Alter von 93 Jahren verstorben ist. Viele von euch werden bereits eine ganze Menge wissen über das Leslie und vielleicht darüber gespielt haben. Und für diejenigen von euch wird der Vortrag hoffentlich trotzdem noch ein paar neue Infos bringen und etwas unterhaltsam sein. Die Entwicklung und die Geschichte der Leslie-Lautsprecher ist eine ziemlich interessante und teils abenteuerliche Sache. Und zwar auch und gerade im Hinblick auf die grundlegenden Ideen, die beteiligten Firmenpatriarchen, Firmenübernahmen, wirtschaftliche Beziehungen und auch ganz interessant im Hinblick auf den Unterschied zwischen der ursprünglichen Absicht, dem wahrgenommenen Ergebnis und den Gründen für den Erfolg. Die Story würde mehrere weitere Vorträge füllen, aber heute konzentrieren wir uns nur auf einen Teilbereich. Wie sieht denn das Programm aus? Als erstes machen wir mal eine Standortbestimmung, denn wir begeben uns als Gitarristen durchaus auf fremden und teils unsicheren Boden. Da müssen wir schauen, dass wir nicht in den Untiefen stecken bleiben. Aus dem arbeiten wir uns dann heraus und hören uns an, was sich mit dem Objekt unserer Diskussion erreichen lässt. An Beispielen, die uns Könner im Gitarrenbereich vorspielen. Der dritte Schritt ist dann, dass wir den technischen Hintergrund für den gerade gehörten Sound verstehen. Und da sind wir dann ganz GITEC-spezifisch. Was uns im vierten Schritt dann in die Praxis führt, denn wir wollen auch herausfinden, welche Nachteile die Verwendung des Holzkastens hat. Und das wiederum führt unmittelbar zu Ansätzen zur Vermeidung der vorliegenden Probleme und zu entsprechenden Alternativen zu den Leslies. Und zum Schluss machen wir noch ein Resümee, fassen alles zusammen und schauen uns nochmal ein schönes Beispiel und vielleicht ein paar Kuriositäten an. Okay, dann kann es eigentlich losgehen. So, jetzt schauen wir erstmal, wer wir selbst sind. Wir sind doch die coolen Helden der Gitarre, manchmal schon etwas betagt, aber immer Herr über professionell aussehende, für den harten Rock'n'Roll-Betrieb vorgesehene Ausrüstungsgegenstände von inzwischen ganz klassischer Natur, so wie hier aufgestapelt. Lauter Gitarren-Amps, möglichst aufgedreht auf 10 oder 11 oder 12 oder 20 bis zum Anschlag. So definieren wir uns eigentlich und auf dem Weg zum Leslie, da gehen wir jetzt allerdings durch eine Tür und finden uns wieder in Folgendem. Hier in der Welt der Heimorgeln. Einige Prospektblätter aus der Hochzeit dieser Instrumente verdeutlichen, was ich meine. Ordentliches Gewand mit Krawatten und Sakkos im Wohnzimmer, gewagt höchstens in Form des gelben Hemdes oder der natürlich angesagten Miniröcke. Rechtschaffene Bundesbürger von der 68er-Bewegung und der Summer of Love-Kultur nur wenig, wohl höchstens kosmetisch, angegriffen. Aber im Hintergrund
offenbar doch irgendwie hoffnungsvoll, von der Orgel zur Orgie zu gelangen. Groovy, Baby, würde Austin Powers dazu sagen. Und wir haben natürlich eine sehr klare geschlechterspezifische Rollenteilung. Dieser umsichtige Herr hier hat eine Bemerkung verdient. Er muss nämlich in die Zukunft gesehen haben, denn er trägt bereits ein Halstuch, das er bei etwa Einsätzen der Pandemie sofort zum Mund-Nasen-Schutz umfunktionieren kann. Das Szenario ist sicher gesellschaftspsychologisch einige Dissertationen wert. Wir als Gitarristentruppe aus dem Rockbereich sind aber, gelinde gesagt, höchst befremdet und suchen sofort nach einem Rettungsboot, um wieder hier wegzukommen. Und da kommt uns die andere, die eigentliche, die ursprüngliche Heimorgel perfekt zu Hilfe, nämlich die Hammond-Orgel. Für diese hat Mr. Leslie nämlich seine Erfindung gebaut, um ihren an sich eben doch recht sterilen und statischen Klang ein gutes Stück Leben einzuhauchen. Hier sieht man genauso eine Hammond-Orgel mit dem zugehörigen Leslie im trauten Heim und Pflanzenschmuck, wie es sich gehört. Wobei ich zur Schonung der polierten Leslie-Oberfläche dringend zu einem Untersetzer raten würde für diesen Blumentopf. Das Wichtige für uns ist jetzt, dass das Leslie zusammen mit der Hammond-Orgel eine eminent wichtige Rolle in den US-Kirchen und damit im Gospel-Bereich spielte. Denn dort konnte man sich in den wenigsten Fällen eine echte Pfeifenorgel leisten. Zwischen der Gospel-Szene und den Entwicklungen in der populären Musik, Rhythm and Blues und Jazz vor allem, gab es einen extrem regen und fruchtbaren Austausch und so tauchen Hammond und Leslie sehr prominent auch in Rhythm, Blues und Jazz auf. Und ein kleiner Schritt führt dann unmittelbar zu den musikalischen Weiterentwicklungen in Pop, Rock, Soul, Country. Hammond und Leslie sind denn auch die Weapons of Choice für die Mitspieler von fast allen wichtigen Gitarristen. Beispielhaft sehen wir hier John Lord von Deep Purple und Greg Rowley von Santana, beide an der Hammond-Orgel mit dem Leslie im Hintergrund. Das letzte Bild hier von Greg Rowley ist übrigens vom Woodstock-Film. Wir sind also erfolgreich von den vielleicht als etwas miefig zu bezeichnenden Heimorgel-Szenarien in den uns vertrauteren Rock-Bereich herübergekommen. Dort gibt es vielleicht auch Mief, aber der ist dann mehr 68er gemäß öfter mal bewusstseinserweiternd. The Colorless Man. Übrigens noch eine persönliche Meinung. Ohne den Effekt vom Leslie geht mir der Sound von allen elektrischen und elektronischen Orgeln extrem auf den Keks. Der statische Charakter macht mich völlig kirre. Sobald das Leslie aber eingeschaltet ist, wird für mich speziell die Hammond ein geradezu unverzichtbares Element. Aber zurück zur Sache. Klar, der Gitarrist ist ja oft neugierig und fast immer geradezu unmäßig soundbewusst. Wenn der Keyboarder so ein Leslie hat, möchte der Gitarrero das Ding auch mal testen. Dass das gar nicht so einfach ist, darauf kommen wir noch zu sprechen. Es geht ja dann doch. Und so geht es jetzt weiter. Hier endlich ein paar bekannte Herren mit Leslies. Wir haben hier zum einen zum Beispiel George Harrison mit einem Fender Vibratone, dazu später noch ein bisschen mehr. Eric Clapton beim Cream Reunion Gig mit den Fender Twins und einem 147er Leslie. David Gilmour mit einem Leslie 910. In Pink Floyds Aufnahmen finden sich sehr viele Leslie-Effekte. Und natürlich Stevie Ray Vaughan mit dem Fender Vibratone, das ja dem Leslie 16 entspricht. Wobei ich hier wirklich hinweisen möchte auf den coolen Aufdruck auf dem Leslie Don't Mess with Texas. Entsprechend genau dem bayerischen Mir Sam Mir, denke ich. Gut, aber jetzt ist es wirklich Zeit, sich endlich mal was anzuhören. Im Vorweg noch schnell noch, was denn das Leslie wirklich offeriert. Es offeriert einen Choruseffekt, wie er lange Zeit nur mit dem Leslie erreichbar war, und ein besonders lebendiges Vibrato, was ganz anders ist als zum Beispiel die Tremoli aus den Fender- oder Vox-Verstärkern. Also auf zu einigen Soundbeispielen.
Bei der Vorbereitung zu diesem Vortrag ist mir wieder aufgefallen, wie viele Aufnahmen es von Gitarre über Leslie gespielt gibt. Ich habe nur ein paar hier zusammengestellt und von denen will ich auch nur einige wenige herausgreifen. Meine erste bewusste Begegnung mit dem Leslie war Badfinger, No Matter What. Und auch heute noch finde ich den Sound dieser Arpeggio-Gitarre unheimlich gut. No matter what you are, I will always be with you. Einen ganz ähnlichen Sound bekommt Eric Clapton auf der letzten Cream-LP bei dem Titel Badge. George Harrison kriegt bei Aufnahmen im Beatles-Umfeld auch diesen Sound hin. Ich nehme an, dass da George Martin oder die Abbey Road Studios und deren Techniker da etwas die Finger drin hatten, denn genau diesen Sound habe ich sonst nicht wieder gehört und selbst Eric Clapton kriegt ihn auf seinen Live-Aufnahmen, wo er ja auch ein echtes Leslie verwendet, nicht wieder so hin. Bei diesen beiden ersten Beispielen hat sich gezeigt, dass das Leslie offensichtlich gerade bei Arpeggios einen tollen Effekt hat. Jetzt hören wir uns mal an, wie das klingt, wenn es eine reine Sololinie ist. Und da gibt es ein schönes Beispiel von Tommy Bolin gespielt auf der Spectrum-LP von Billy Cobham bei dem Titel Stratus, wo er das Solo mit der langsamen Leslie-Geschwindigkeit anfängt und dann umschaltet auf den etwas dramatischen Vibrato-Effekt, wenn es etwas mehr zur Sache geht. Das langsame Leslie. Jetzt schneller. Jetzt schaltet er um. Ein besonders charmantes Beispiel für den warmen, organischen Choruseffekt des Leslies gibt John McLaughlin auf seiner LP Electric Guitarist bei dem Titel My Foolish Heart. Ziemlich umwerfend. Ein besonderer, ausgeprägter Protagonist des Leslies ist Neil Schon. Der hat es Leslie bei Santana schon kennengelernt und später bei Journey, vor allem auf den ersten Journey-Platten, sehr exzessiv angewendet. Man könnte sogar sagen, dass die zweite und die dritte Journey-Platte Look into the Future und Next fast Demo-Tapes für die Verwendung von Leslie sind. Neil Schon verwendet das Leslie ausschließlich in der langsamen Geschwindigkeit. Und zwar sowohl für Solo wie für Rhythmusarbeit. In diesem Beispiel Spaceman von der dritten Journey-Platte wird die Gitarre für das Solo verwendet, wie auch für die im einen Kanal zu hörende Arpeggio-Rhythmus-Gitarre. I'm not a spaceman. Da ist auch wieder dieser weiche Chorus-Effekt. Ziemlich dramatisch finde ich den Leslie-Sound bei der Aufnahme von Karma, auch von der dritten Journey-Platte. Da ist es Leslie gnadenlos übersteuert. Ich habe fast das Gefühl, es platzt fast vor lauter Drive. Außerdem ist die Aufnahme ein bisschen verzögert, sodass man im Vorfeld noch hört, was das Leslie alles anstellt mit dem Rauschen des Verstärkers und auch mit gewissen Rückkopplungseffekten, die da anscheinend passieren. Also ziemlich interessante Angelegenheit.
Joe Walsh ist auch ein großer Freund des Leslies und setzt es auf all seinen Soloplatten ein. Auch in James Gang-Aufnahmen ist es schon zu finden und besonders gut gefällt mir dieses Cast Your Fate to the Wind, wo man wieder diesen wunderschönen wässrigen Choruseffekt des Leslies hört. So, das soll uns jetzt hier genügen. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, Peter Frampton, der auch sehr gut mit Leslie umgeht. Auf dieser Aufnahme von Do You Feel Like We Do von Frampton Comes Alive kann man ganz gut hören, wie das Leslie zusammengemischt ist mit dem regulären Marshall-Kabinett von Frampton und wie er die Geschwindigkeiten umschaltet. Zunächst läuft es langsam, dann ganz kurz schnell und dann wieder langsam. Und zum Abschluss noch eine Aufnahme von Boss Skaggs, die das Umschalten der Geschwindigkeiten ganz schön repräsentiert, weil die Gitarre da ganz alleine aufgenommen ist. Baby's Calling Me Home. Alle diese Soundsnippets sind übrigens auf der englischsprachigen DTEC-Website zu finden. Wir stellen den Link in die Kommentare und er findet sich natürlich auch auf den Folien von dieser Präsentation, die wir dann auf die Website, auch die deutsche, stellen. Und dort kann man das alles nochmal nachhören und auch die Snippets, die ich hier gar nicht weiter erwähnt habe. Gut, dann geht's jetzt ans Eingemachte. Und wir gucken uns an, was im Leslie denn eigentlich passiert. Warum sollte sich Gitek mit dem Leslie beschäftigen? Ein Blick ins Innere weist den Weg. Da bewegt sich was. Gemäß Manfred Zollners Physik der Elektrogitarre Band 2 bewegt sich Lebendiges. Da besteht also die Hoffnung, dass ein lebendiger Sound erzeugt wird. Lautsprecher von nicht unerheblichem Ausmaß sind mit an Bord. Das gefällt dem Gitarristen. Ein Röhrenamp ist eingebaut, das verspricht gute Verzerrung. Und irgendwie ganz modern ist die Konstruktion auch in dem Sinn, dass da zwei Schallablenkungsvorrichtungen mit an Bord sind. Das erinnert an die zurzeit so angesagten Deflex-Schallverteiler vor Gitarrenlautsprechern. Passt also alles wunderbar zu den Themen in Band 2 von Physik der Elektrogitarre und deswegen zu Gitek. Obwohl, es gibt natürlich auch ein paar seltsame Effekte. Erstens ist das Design schon irgendwie komisch, wie schon gesagt, ein Möbelstück. Nicht gerade Rock'n'Roll-mäßig. Es gibt keinen Anschluss für die Gitarre. Es gibt in den Original-Leslies von ganz früher nicht einmal einen Netzstecker. Und dann haben wir letztlich die Frage auch noch, ob die Gitarre nicht sowieso schon lebendig genug klingt, stimmt ja oft sowieso nicht. Also schauen wir mal noch genauer hin. Schematisch sieht die Konstruktion folgendermaßen aus. Wir haben einmal einen feststehenden Treiber, Nummer 2 hier, der die Höhenfrequenzen in ein rotierendes Horn abstrahlt, wobei das Horn akustisch nur nach einer Seite geöffnet ist, die andere Seite dient nur der mechanischen Balance. Dann gibt es einen 15 Zoll Tieftöner, Nummer 4 hier, der in eine einseitig offene, rotierende Trommel strahlt und damit die Schallablenkung betätigt. Beide Schallumlenkungen werden durch unabhängige Doppelmotoren, 3, betrieben
und zwar mit einer höheren Geschwindigkeit, sodass eine Frequenz von 6 Hertz zustande kommt und eine tiefere Geschwindigkeit von 0,6 Hertz. Und schon die Motorkonstruktion, wobei beide Antriebe der Doppelmotoren auf einer Achse sitzen, ist etwas Besonderes. Der Schall kann kaum direkt von den Lautsprechern nach draußen geraten. Die Schlitze in dem Holzgehäuse sind nämlich so konstruiert, dass der Schall nochmals umgelenkt wird. Das heißt, der von den Lautsprechern abgestrahlte Schall wird vor allem im Gehäuse noch oftmals reflektiert und dringt dann indirekt nach draußen. Ein ganz einfacher 40 Watt Röhrenverstärker treibt die Speaker über eine passive Weiche. Und bei dieser indirekten Rundumabstrahlung kommt dieser Amp schon ziemlich schnell, auch bei moderaten Lautstärken, an seine Leistungsgrenze. Ursprünglich konnte das Leslie nur direkt über ein Multicore und ein Multipin-Stecker an die Hammond angeschlossen werden und bezog auch von dort die Netzstromversorgung. Eine Gitarre ließ sich zunächst nur über den AUX-Eingang der Hammond-Orgel oder später eben über Zusatzgeräte anschließen. Ich könnte jetzt hier noch stundenlang weitererzählen über Entwicklung und Historie und die ganzen verschiedenen Variationen des Leslies. Dazu vielleicht ein anderes Mal mehr. Heute konzentrieren wir uns auf den Einsatz mit der Gitarre. Wir schauen uns jetzt an, was die Physik sagt. Was passiert im Leslie? Die Schallumlenkungen modifizieren die Richtwirkung der ohnehin stark klangfärbenden Lautsprecher und geben sie rhythmisch in den Raum ab. Wir bekommen eine periodische Klangfarbenänderung. Auf dem oberen Diagramm sehen wir sehr schön, wie ungleichmäßig das Horn das Signal überträgt und so den Klang an sich schon erheblich färbt. Im mittleren Bild lässt sich die Richtwirkung des Horns bei verschiedenen Frequenzen erkennen. So schwankt dann die Schallstärke bei der Rotationsbewegung und ganz unterschiedlich auch noch bei den verschiedenen Frequenzen. Und damit ergibt sich eine recht komplexe Klangfarbenmodulation. Insbesondere beim Horn entsteht eine hörbare periodische Tonhöhenänderung. Das ist ein Doppler-Effekt, weil sich die Schallquelle periodisch vom Zuhörer entfernt und wieder auf ihn zukommt. Dieser Doppler-Effekt wird, wahrscheinlich weil der Name so nett ist, oft zitiert als wichtigster Effekt im Leslie. Aber es ist die Kombination dieser ganzen verschiedenen Abläufe, die zum Klang des Leslies wirklich führt. Ganz wichtig ist, dass durch den kontinuierlichen Ortswechsel der Schallabstrahlung sich die Phasen der Komponenten des Signals periodisch ändern. Und dieser und der nächste Punkt, die ergeben einen sehr, sehr komplexen und ganz weichen Choruseffekt. Die Schallreflexionen im Gehäuse ändern ja auch laufend ihre Position und frequenzabhängig auch ihre Stärke. Und so kommt es zu unendlich vielen überlagerten, komplexen Phasen- und Laufzeitänderungen. In dem unteren Bild sieht man die virtuellen Spiegelquellen des Horns, die durch die Reflexion entstehen. Von denen gibt es dann gewissermaßen unendlich viele. Und auch das Schallfeld außen im Raum ändert sich laufend und periodisch, sodass da ein sehr lebendiger Klangeindruck entsteht. Der ist auch sehr räumlich, aber nicht stark links-rechts stereophonisch. Also es geht nicht stark schwankend von links nach rechts, wie viele Leute meinen, sondern es ist räumlich, aber nicht sehr stark links-rechts stereophonisch. Und zusätzliche Dramatik und Dynamik ergibt sich beim Umschalten der Geschwindigkeiten. Das ist eine gleitende Änderung zwischen Slow und Fast und auch noch unterschiedlich für die Höhen und Tiefen. Also damit kann man auch musikalisch ganz gut Betonungen erzeugen. Im Resultat haben wir eben nun diese hochkomplexe, subtile, periodisch zeitvariante und stark frequenzabhängige Modulation, die auch noch zusätzlich für die tiefen und hohen Frequenzen unabhängig bzw. teils überlappend ist. Die passive Weiche ist bei ungefähr 800 Hertz und ist natürlich, weil es eine passive Weiche ist, ziemlich schlapp. Das heißt, in dem mittleren Bereich überlappen sich die Modulationen auch nochmal in dieser Hinsicht. Ein
Fender oder Vox Tremolo im Amp ist vergleichsweise extrem primitiv. Das schauen wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. In diesem rechten Bild sieht man das aufgenommene Signal des Leslies. Hier ist die Amplitude über der Zeit und man sieht, dass hier nicht eine einfache Schwankung des Schallsignals passiert, sondern etwas sehr Komplexes, sehr Abwechslungsreiches. Noch dramatischer ist es bei der Frequenz, die zwar nicht stark schwankt, aber sehr schnelle Schwankungen zwischendurch unterworfen ist, in noch zusätzlich zu den größeren, längeren Perioden, die da auftauchen. Wenn man jetzt mal vergleicht, wie ein Fender-Vibrato, eigentlich ist es ja ein Tremolo, in einem Blackface-Fender-Amp ausschaut, dann ist das eine sehr viel simplere Sache, denn hier ist die Schwankung außerordentlich gleichmäßig. Und noch dazu ist es eine reine Amplitudenschwankung. Das heißt, wenn man das Fender-Tremolo auftragen würde, wie hier bezüglich der Frequenzänderung, dann wäre das nur eine einfache Gerade. Auch Phaser- und Choruseffekte sind weitaus einfacher gestrickt im allgemeinen Fall. Und so ist offenbar das Leslie eine tolle Sache. Und die Frage stellt sich, warum nicht jeder dauernd eigentlich mit Leslie spielt. Dazu kommen wir jetzt. Tatsächlich gibt es beim klassischen Leslie einige Herausforderungen zu überwinden. Da ist es zum einen einfach fürs Wohnzimmer designt, als Möbelstück. Das heißt, es hält Tourbetrieb und auch regulären Übungsraumbetrieb schlecht aus, geht kosmetisch ziemlich schnell vor die Hunde. Es ist extrem schwer und extrem transportunfreundlich. Es hat ja keine Griffe, man weiß nicht, wo man es anpacken soll. Man muss es für den Transport eigentlich in einen Case reintun. Aufwendige Sache. Dann ist es höchstens so laut wie ein Fender Deluxe Reverb. Also ein großer Kasten, der nicht sehr viel Lautstärke generiert. Es ist relativ schnell notwendig, es zu mikrofonieren. Oder man muss es umbauen, indem man eine sehr viel stärkere Endstufe verwendet und wirkungsstärkere Lautsprecher, was die Sache dann noch teurer macht. In Kombination mit regulären Gitarrenamps, wenn man also umschalten möchte zwischen dem Leslie und einem regulären Gitarrenamp oder Speaker, wird das Handling wegen den großen Lautstärkeunterschieden auch ziemlich komplex und ziemlich schwierig. Der Choruseffekt ist ja subtil, wunderschön, aber nicht extrem ausgeprägt und deswegen kann er gerade für Gitarre zu subtil sein. Es ist abhängig von der Mikrofonierung, wenn es eine gibt, von der Positionierung im Raum. Der Choruseffekt ist abhängig auch von dem Material, was man reinsteckt, also wie man welche Gitarre verstärkt und spielt. Auf der anderen Seite kann es gut sein, dass der Vibrato-Effekt zu dramatisch, zu opulent ist. Da kann ein einsames Fender-Tremolo durchaus schöner sein, je nachdem, was man haben möchte. Dieser wunderschöne, etwas wässrige Sound des Leslies kann auch durchaus im Gesangklangbild mit der Band ziemlich verschwimmen, weil er weniger konkret ist und sich da unter Umständen weniger durchsetzt. Insgesamt haben wir also sehr viel Aufwand, zu viel für die meisten Gitarristen. Ein erster Versuch, das Leslie mehr gitarristenfreundlich zu machen, war das Leslie 16, was fast exakt dem Fender Vibratone entspricht. Es ist auch bekannt durch Steve Ray Vaughan, der es in seinem Setup integriert hatte. Tatsächlich ist es etwas kompakter und transportfreundlicher als das traditionelle Leslie. Es hat nur ein Rotationssystem vor einem leider ziemlich mickrigen, nur 10 Zoll Speaker. Die Rotation ist senkrecht statt waagrecht. Es wird auch einfach passiv an einen Gitarrenamp angeschlossen über einen Bandpassfilter,
Nur die Mitten laufen da nominell drüber. Aber trotzdem, es hat halt doch mehr als 25 oder 30 Kilogramm und es ist recht leise. Es ist sogar sehr leise. Ich habe länger auch mit dem gearbeitet und es ist schwierig damit. Der Effekt klingt mit nur einem Rotor natürlich etwas anders, aber es ist immer noch ein ziemlich nettes, subtiles, komplexes und cooles Gerät mit einem ganz guten Sound. Übrigens wird im Netz oft kolportiert, dass die Beatles und Eric Clapton das Vibratone verwendet hätten. Eben zum Beispiel für das vorher angespielte Badge von Cream. Ich konnte aber keinerlei Bestätigung dafür finden. Ich denke, da hat einfach mal irgendjemand das geschrieben, das vielleicht so wäre, und alle haben das abgeschrieben. Aber meiner Meinung nach haben die Beatles und Eric Clapton ganz traditionelle 122er oder 147er Leslies verwendet, wie sie eben auch in den Abbey Road Studios vorhanden waren. Auch Vox bringt eine Art Leslie-Kabinett heraus mit einem rotierenden Horn und aber feststehenden Bass-Speakern. Um die genannten Nachteile und Herausforderungen etwas auszugleichen, gibt es seit den 1960ern allerhand Versuche in entsprechende Richtungen. Hier sehen wir eine ganze Menge von Orgelkabinetten, die eine sehr ähnliche DNA wie das Leslie selbst haben. Es wird zum Teil einfach etwas kompakter gebaut. Es gibt Kunstlederausführungen mit Alurahmen, die beim Transport das Gerät etwas mehr schützen können. Es gibt getrennte Aufbauten von Hochton- und Tieftonbereich, sodass die Einzelkomponenten etwas leichter transportieren lassen. Typischerweise werden auch leistungsfähigere Verstärker eingebaut und wirkungsstärkere Lautsprecher verwendet. Insgesamt ist dann das zumeist nicht ganz so gut, das ist natürlich Geschmackssache, im Gesamtklang, aber es ist halbwegs praktisch und immer noch besser als ganz ohne Rotor. Ganz interessant ist dieser Ansatz von Yamaha, bei dem tatsächlich die Lautsprecher selbst rotieren mit Gegengewicht, damit das halbwegs gut funktioniert und ohne Unwucht. Hier sieht man es jetzt beschleunigend und auch wieder in der langsamen Geschwindigkeit. Bei Leslie selbst gab es auch so etwas Ähnliches mit dem Rotosonic Drum. Leslie selbst baut übrigens diese roadworthy Versions auch selbst, wie man hier zum Beispiel sieht. Und hier ein spezielles Leslie auch für Gitarre im Vergleich zu einem normalen, konventionellen 122er oder 147er Leslie. Eine ganz andere DNA haben die elektronischen Simulationen, zu denen wir jetzt kommen. Verglichen mit dem Original Leslie haben die elektronischen Simulationen, die es seit ca. 1970 gibt, eine ganz andere DNA. Hier wird versucht, den Effekt des Leslies oder zumindest etwas Ähnliches mittels rein elektronischer Verzögerungsleitungen nachzubilden. Das ergibt sehr praktische, kompakte Geräte, die ganz einfach dem regulären Gitarrenamp vorgeschaltet bzw. dort eingeschleift werden. Die Qualität des Effekts ist allerdings oft ziemlich anders als die des Leslies. Zuerst gab es den Phaser auf Basis von Allpass-Verzögerungsleitungen. Zum Beispiel das Univibe, auch von Hendrix verwendet, oder das Compact Phasing A der Berliner Firma Schulte oder die bekannten MXR Phaser. Im Hinblick auf die Leslie-Simulation ist der Phaser vor allem in der Fast-Einstellung gar nicht so schlecht, aber es ist doch ein eigener und weniger subtiler Effekt, manchmal sogar zu stark. Von der Komplexität des Leslie Sounds ist der Phaser technikbedingt meilenweit entfernt. Dann kamen die Chorusgeräte, die Eimerkettenverzögerungsleitungen haben und eigentlich einen ganz guten Effekt vor allem bei der langsamen Geschwindigkeit bringen. Wegen der verfügbaren Zahl von Verzögerungsleitungen, normalerweise nur eine oder vielleicht auch mal zwei, ist auch da die Komplexität der Simulation ziemlich gering. Seit ungefähr 1985 gibt es
Rotoreffektgeräte, die mehr ins Detail gehen. Da war dann gleich am Anfang das Dynacord CLS-22 sehr erfolgreich. Inzwischen gibt es eine Menge Geräte auch von anderen Firmen und die liefern zum Teil ganz hervorragende Simulationen eines mikrofonierten Leslies mit sehr vielen Details, sodass für den Zuhörer, der eine Aufnahme hört oder der in einem Live-Konzert ein abgenommenes Leslie hören würde, die Unterscheidung zum Original-Leslie eigentlich nicht mehr möglich ist. Im Raum stehend mit dem Leslie ist dann der Eindruck immer noch etwas anders. Die Simulatoren sind da einfach weniger subtil, sind mehr effektbasiert und sehr oft gibt es auch einen übertriebenen Links-Rechts-Effekt in den Simulationen. Der Organist selbst, der, wenn er ein Leslie verwendet, sehr nah da dran sitzt, fühlt unter Umständen einen sehr deutlichen Unterschied. Nicht unerwähnt bleiben sollen auch ganz interessante mechanisch-elektronische Mischformen von den Leslie-Clones, wobei die zum Teil auch von der Firma Leslie selbst hergestellt werden. Es zeigte sich nämlich, dass die Simulation des Tieftonrotors elektronisch viel einfacher zu machen ist als die Simulation des Hochtonrotors. Deswegen hat man dann auf solche Clones zurückgegriffen, die ein Horn konventioneller Art rotieren lassen, aber den Tieftonbereich mit einem feststehenden Lautsprecher, der eine elektronische Simulation erhält, abdecken. Dann hat noch jemand die Idee gehabt, diesen stationären Tieftonbereich doch zu ergänzen durch Hochtonlautsprecher. Und daraus resultiert dann ein Breitbandkanal, der auch für andere Instrumente nutzbar ist. Mit der gleichen Verstärkerbox kann man dann den Rotoreffekt mit dem echten rotierenden Horn haben und die Verstärkung zum Beispiel von einem Rhodes oder einem Synthesizer oder einem D6 ohne Leslie-Effekt, aber trotzdem mit der vollen Frequenzbreite. Damit ist die Anordnung wirklich sehr flexibel und vielseitig einsetzbar. Und den Abschluss dieser Entwicklung bildet zurzeit das Leslie von der Firma Leslie 2101. Das hat ein rotierendes Horn und ein komplettes Stereoverstärkersystem, breitbandig für den simulierten Tieftonrotor oder auch für alle möglichen anderen Instrumente. Es sind 3 Endstufen eingebaut, 2 für dieses Stereosystem und eine für das Horn. Man hat dann gewissermaßen ein Keyboard-Stereo-Verstärkersystem zusätzlich zum Leslie-Effekt in dem einen Kasten drin. Tja, damit kommen wir zum Resümee. Das Leslie und die Gitarre. Das Leslie produziert genau 2 sehr komplexe Effekte ausnehmend gut, nämlich einen ganz weichen, subtilen Chorus vielschichtiger Art und ein ganz opulentes, animiertes Vibrato, das Amplitudenmodulation, Frequenzmodulation, Phasenmodulation, Klangmodulation, alles beinhaltet. Und dazu dramatische Übergänge zwischen diesen 2 Effekten. Es gibt überhaupt keine weiteren Sounds, Einstellmöglichkeiten. So gesehen hat das den zusätzlichen Vorteil, keine Regler, kein Einstellen, keine Ablenkung. Man konzentriert sich auf das, was man da bekommt. Und das ist ja sehr gut, was man da bekommt. Auf der negativen Seite ist der Aufwand riesig. Schon allein die Masse des Leslies ist einfach ausufernd. Unter Umständen ist der Effekt auch mal nicht prägnant genug, gerade der Chorus-Effekt, in Anbetracht der von der Gitarre sowieso produzierten Schwebung. Und es soll auch noch erwähnt werden, dass dieser schöne weiche Chorus-Effekt durchaus auch eine gewisse Verminderung der Prägnanz des Sounds mit sich bringen kann, die vielleicht im Gesamtklangbild nicht erwünscht ist. Ja, die abschließende Frage ist, lohnt sich ein richtiges Leslie? Also ein richtiges mit Hochton, Tieftonrotor, das ganze Gewicht,
Das muss natürlich jeder selbst für sich entscheiden. Viele Organisten schwören drauf, die wollen nicht mit was anderem arbeiten. Für den Gitarristen lohnt es sich wohl weniger, weil die modernen elektronischen Emulationen einfach schon sehr gut sind. Aber letztendlich ist es wie immer eine Geschmacksfrage auch. Toll ist es doch in jedem Fall, das Leslie. Trotz allem. Zum Schluss schauen wir nochmal Peter Frampton zu, wie er spielt. Und es ist besonders zu beachten, wie er die zwei Geschwindigkeiten des Leslies einsetzt und das Umschalten zwischen den zwei Geschwindigkeiten. Dies ist so ein Rig Rundown Video. Ich habe die YouTube-Adresse unten aufgeschrieben. Es lohnt sich, das Ganze mal anzugucken, weil dann außerdem Leslie auch sehr viel anderes erklärt wird. Herr Frampton tut sehr freundlich sein sehr komplexes Setup durchgehen und nimmt sich auch selbst auf die Schippe, auch deswegen, weil er manche Effekte mit dabei hat, mit großem Aufwand und sie dann bloß 8 Sekunden irgendwo einsetzt. Jedenfalls gut anzuschauen. Hören wir ihm aber jetzt mal zu. Okay, damit wären wir schon fast am Ende von meinem Vortrag angelangt. Wir sind schon beim Annex. Hier ein paar Quellen, wissenschaftliches zum Thema Leslie und Bücher und Internetquellen. Diese Liste findet ihr natürlich auf den Folien zu meinem Vortrag, die wir dann auf den GITEC-Websites der englischen und der deutschen posten werden, sodass ihr das alles nochmal nachvollziehen könnt. Ich möchte hier eigentlich speziell auf dieses Interview mit Don Leslie verweisen. Das ist eine Filmaufnahme von ihm. Da war er wahrscheinlich schon Ende der 80er Jahre angelangt. Und er erklärt da sehr nett und sehr sympathisch, was er eigentlich vorhatte mit dem Gerät, wie die Entwicklungsgeschichte war, welche Schwierigkeiten er hatte, welche Schwierigkeiten er vor allem mit Lawrence Hammond auch hatte. Und was auch schön ist zu erkennen, seine eigentliche Absicht, was er mit dem Gerät erzielen wollte, ist nicht so ganz das, weswegen wir das Gerät heutzutage so schätzen. Und es gibt da sicherlich Parallelen zu dem, wie Leo Fender die ganze Sache gesehen hat, der ja sehr gegen die Verzerrung gekämpft hat und wir doch die Verzerrung an seinen Verstärkern sehr schätzen. Und jetzt ganz zum Schluss noch ein bisschen was Kurioses. Hier haben wir einen Leslie 950, einen Riesentrum, 1,70 Meter hoch, 180 Kilogramm schwer, 4 12-Zoll Lautsprecher, jeweils mit einer eigenen Schallablenkung. Jeweils mit einem eigenen 50 Watt Verstärker. Auf die Ablenktrommeln können psychedelische Muster auswechselbar drauf gemacht werden und das Ganze wird dann auch noch signalgesteuert von Schwarzlicht angestrahlt. Der Choruseffekt bei dem Gerät ist wirklich gar nicht so besonders ausgeprägt, vielleicht auch, weil diese 4 Trommeln in dem gleichen Frequenzbereich alle auch ein bisschen gegeneinander arbeiten. Aber zum Angucken, sehr psychedelisch, Austin Powers hätte seine Freude daran. Musiksteuerung ein.
gut, das soll uns jetzt genügen. Das andere Kuriosum ist dieses. Nein, da rotiert jetzt überhaupt nichts. Das ist eine Art Modell von einem Leslie, nur 16 cm hoch, 600 Gramm schwer. Der Rotor ist nur optisch simuliert, indem verschiedene LEDs angesteuert werden, sodass es aussieht, als ob da was rotieren würde. In Wirklichkeit hat es nur einen Lautsprecher und ist ein Bluetooth-verbundener Tischlautsprecher, der natürlich auf dem Schreibtisch vom Organisten oder vom Leslie-Begeisterten super gut aussieht. So, das war's. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gute Zeit euch. Ich hoffe, wir sehen uns in absehbarer Zeit zu einem Live-Meeting mal wieder. Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund. Take care. Bye bye.